Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 30. August. Der Monat endet langsam und wir haben hier die Feststellung zu treffen, dass der Yen generell weiter an Stärke zulegen konnte. Aber wenn wir heute sehen, die Yen-Pairs reihen sich hier reihum in der Top 15 vorne ein. Das heißt, wir haben heute hier eine gewisse Schwäche am Start und das kennzeichnet sich gerade beim Währungspaar Australien oder gegenüber japanischen Yen durch eine leicht positive Kerze. Der Tag ist natürlich noch jung und so viel ist noch nicht gelaufen. Das sehen Sie auch in den prozentualen Ausschlägen. Da kann noch ein Stück weit was gehen. Wir hatten zuletzt auch US-Dollar-Yen im Fokus vor dem Hintergrund. Da gehen wir mal kurz drauf, dass es hier auch oberhalb der 100-Yen-Marke einen kleinen Erholungsimpuls geben könnte, der auch mehr oder weniger noch läuft. Das sieht nicht schlecht aus, aber auch hier scheint die Aufwärtsbewegung nach oben limitiert. Spätestens hier im Bereich 103, 153 scheint sich dann wieder eine Umkehr anzudeuten. Doch heute Australdollar-Yen viel mehr im Fokus, der sich nicht ganz so stark zeigt. Hintergrund hier der Australdollar auch mit einer kleinen Schieflage, also der Aussie selbst schwach unterwegs. Haben hier Daten bekommen aus dem Bausektor, beziehungsweise einerseits eben die Yen-Daten. Und das in der Summe führte dann letztlich dazu, dass hier doch ein Stück weit Druck auf den Australdollar kam. Zumal die Zinssenkungsfantasien natürlich auch noch hier nicht raus sind, beim Neuseeland-Dollar wie beim Australdollar. Also es bleibt eine heiße Geschichte grundsätzlich. Aber die Situation, die im Moment, gehen wir mal auf den FX-Chart, dass hier eine weitere Schwächephase bevorstehen könnte. Und das schauen wir uns mal beginnend hier im Wochenchart an. Das ist eben mustertechnisch hier ganz klar nach unten gerichtet ist. Wir hatten hier auch unlängst die Annahme nach dieser starken Erholungskerze vom Juli, dass der Markt hier eigentlich relativ erschöpft sein dürfte und hier in Richtung der Tiefs vom Juni fallen darf, fallen kann. Und wenn wir uns jetzt mal ein Stück weit rausscrollen, ist das im Prinzip hier eine Zone, die liegt im Bereich 74, 75. Diese Zone ist aus früheren Jahren ableitbar immer wieder als Nachfragezone identifiziert, insbesondere dann hier sogar die Spikes nach unten im Bereich oder rund um den Bereich von 72, 75, 73 Yen. Die Geschichte hier sehr, sehr interessant und es deutet sich nach technischer Struktur und auch nach der Marktverfassung, die sich derzeit so abzeichnet, durchaus einen Rücklauf in diese Richtung ein. Also oder an der blaue Tendenzfall hier insofern weiter aktiv und das kann man auch jetzt hier insbesondere unterhalb der Augusthochs hier präferieren. Deswegen kommt hier mal ein kleines Update in den Chart. So sieht es mal aus. Es ist anzunehmen, dass auf jeden Fall in Kürze wieder schwächere Preisnotierungen aufschlagen, ergo eine entsprechende Yen-Stärke. Und das Ganze würde sich meines Erachtens erst umkehren, wenn wir hier über die 80-Yen-Marke rausgehen. Das gilt aber eher als Plan B-Szenario der Unwahrscheinlichkeit oder der weniger wahrscheinlicheren Variante. Und insofern hier mal aufpassen, was passiert. Die derzeitige Erholung kann bei allen Yen-Pairs, wie beim US-Dollar-Yen gerade gezeigt oder auch beim Australdollar-Yen speziell, hier durchaus für mögliche Short-Einstiege günstigerer Natur genutzt werden. Wir haben hier im Tageschart noch einen früheren Verlauf, den wir ein Stück weit mal lokalisierten, insbesondere um auch die Chance-Risikoparameter abzustecken. Und das können wir jetzt mal updaten. Nehmen wir das mal raus. Also hier so einen kleinen Spike nach oben gab es nicht. Wir hatten hier damals die bullische Flagge. Ja, also nach dieser Erholungsstruktur gab es eine Konsolidierung in bullischer Natur. Wäre es hier zum Ausbruch gekommen, hätte sich projiziert Potenzial bis in den Bereich 85, 86 Yen ergeben können. Kam aber nicht dazu. Der Markt ist viel mehr direkt weitergefallen und hat auch hier das mögliche finale Tief, das Level um 75 Yen nicht erreicht. Aber das können wir jetzt nochmal aktualisieren bzw. den Chart einfach einem Update unterziehen. Und wichtig hierbei, schauen Sie sich diese Zone an, 68, 65 auf Tageschartbasis. Das ist ein Level, das sollte man im Fokus haben als Widerstandsbereich. Wir sehen, hier gab es einige Kerzentuschierungen dieser Zone und das macht die Zone insbesondere interessant für mögliche Umkehrszenarien. Soll heißen, kommt es jetzt nochmal zu einer gewissen Stärke beim Australdollar, ergo im Zuge dessen insbesondere zu einer Schwäche des japanischen Yen. Dann kann es hier einen Lauf geben, der hier in 68,50, vielleicht so ein kleiner Spike Richtung 79 Yen geht. Dort aber dann erhöhte Risiken einer Umkehr und dann denke ich, ist die 75 Yen und tiefer, eher noch 73, also hier die Tiefs von oder die Reaktionstiefs der früheren Jahre, durchaus denkbar. Ein sehr, sehr wahrscheinliches
anzunehmen. Das war ein Szenario, machen wir es direkt mal so. Also Erholungen könnten sich hier durchaus anbieten und dürften hier eine weitere Schwäche initiieren. Wenn wir das vom Chance-Risiko-Verhältnis mal betrachten hier in diesem Bereich, wenn der Preis bis dahin läuft und man macht sozusagen oder wagt ein Investment, dann sollte hier knapp über 80 Yen der Stopp liegen. Kann man hier in Anführungszeichen auf ja, etwas über 2,5% legen, knapp 200 Pips. Da gibt man dem Markt auch genug Luft. Spielraum zum Atmen für mögliche weitere Spikes nach oben. Aber ich denke, das sollte eigentlich gar nicht in dem Maße ablaufen. Aber dann ergo im Umkehrschluss für einen Entry hier wäre dann das das mögliche Potenzial. Und da sehen Sie, dass sich hier natürlich ein hervorragendes Verhältnis ergibt. Und das ist ja das, was man suchen muss. Natürlich ist es nie garantiert, dass der Preis in diese Richtung so dermaßen stark abfällt. Den Stopp könnte man natürlich auch noch enger setzen. Es gilt natürlich ab bestimmten Punkten auch einen gewissen Absicherungseffekt zu fahren. Das soll heißen, dass man natürlich da Gewinne sichert, beziehungsweise den Stopp auch in den Gewinn nachzieht, das Risiko aus dem Trade nimmt, und das sind natürlich Sachen, die man dann mit dem Trade Management abwägen kann. Aber grundsätzlich sollte es hier, wie gesagt, noch einen kleinen Lauf nach oben geben, bietet sich das im Prinzip an. Andernfalls, wenn wir hier die letzten Tiefs rausnehmen, die wir hier im August gesehen haben, knapp über 76 Yen, dann muss man davon ausgehen, dass der Markt auch direkt weiter fallen kann, und es bleibt dabei, die Schwäche dürfte dann hier die Tiefs vom Juni und auch die Vorjahrestiefs sicherlich in den Fokus bringen. Dazu passt auch, das wissen Sie auch, wir haben wieder die Saisonalität, die nicht wirklich bullisch daherkommt. Natürlich haben wir jetzt hier vom Effekt her, rein von der Skala her, nicht ganz so starke Ausschläge, aber der September selbst mit einem kleinen Dip nochmal nach oben hier grundsätzlich durch Schwäche geprägt, und das geht eigentlich während des ganzen Monats so. September ja auch als Korrekturmonat bekannt an den Aktienmärkten. Das spricht eigentlich auch dafür, dass der Yen hier eine gewisse Stärke erfahren kann und entsprechend hier die Yen-Pairs unter Druck geraten. Muss man mal abwarten, was passiert. Der US-amerikanische Aktienmarkt hat sich auch gestern zwar stark gezeigt, gut gezeigt, aber grundsätzlich auch hier eine gewisse Top-Bildung. Das hatten wir gestern auch im JFD Live Trading TV zum Nasdaq 100 besprochen. Das ist grundsätzlich zwar trotz des Range-Verhaltens, was wir da aktuell sehen, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit geben kann, dass der Markt doch mal nach unten durchschnauft, und das würde natürlich hier dann entsprechend den Yen auch beflügeln. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es dann gewesen für heute zum Australdollar gegenüber dem japanischen Yen. Wenn Sie mögen, wie gesagt, morgen 9:30 Uhr die nächste Sendung. Ansonsten heute auch Live Trading TV nochmal auf dem JFD Desktop. Bis dahin, viel Erfolg beim Handel, Ihr Christian Kämmerer, und tschüss.